Helmut Dietrich ist Sozialwissenschaftler und hat auch viele Jahre in Marokko, in Tunesien und in Algerien gelebt und hat seinen Forschungsschwerpunkt auch zum Mittelmeer als Schauplatz für Flucht und Migration. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie eben da sind und ja, eine schöne Präsentation und Diskussion wünsche ich dann. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich danke für die Einladung und freue mich auch auf den Abend. Festung Europa, Genese und Krise. Ich möchte den Vortrag chronologisch gliedern, als Ablauf aus den 1980er Jahren bis heute. Und zweitens möchte ich ihn gliedern nach regionalen Schwerpunkten. Zunächst Deutschland, Polen. Dann westliches Mittelmeer, schließlich zentrales Mittelmeer. In der anschließenden Diskussion werden wir sicher auf Griechenland, Türkei und auf die nötigen Forderungen kommen, Evakuierung aus den Flüchtlingslagern und so weiter. Ich engagiere mich, jetzt muss ich sehen, wo ich hier klicke. Ich engagiere mich in der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration seit ihrer Gründung vor 26 Jahren. Wir veröffentlichen. Mal sehen, ob man diese. Wo ist der Pfeil? Wir veröffentlichen unsere Forschungsergebnisse. Wir beherbergen weitere Projekte, wie zurzeit seit kurzem Migration Control. Das haben wir von der TAZ, Tageszeitung, übernommen und ich komme im Laufe des Vortrags noch auf weitere Projekte. 1985 startete der Schengen-Zusammenschluss. Es war ein polizeilicher Zusammenschluss. Sie kennen das, freier Binnenverkehr und Aufrüstung der Außengrenzen, Visapolitik. Weniger bekannt ist, dass es erst 1995 umgesetzt wurde und Anfang der 1990er Jahre das gesamte Arsenal der Festung Europa hier an der deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen Grenze entwickelt wurde. Deutschland hat nach dem Zusammenbruch der alten politischen Systeme in Osteuropa, Mittelosteuropa, sehr schnell und nach der Vereinigung mit der DDR, ehemaligen mit Ostdeutschland, sehr schnell den Bundesgrenzschutz an die Ostgrenze, an die neue Ostgrenze Deutschlands verlegt. 10.000 Mann. Es war die einzige Außengrenze dieses entstehenden Schengen-Verbunds gegenüber einem Nicht-EU-Land, abgesehen von der Schweiz. Und wie wir alle wissen, es war eine Zeit, in der großer Aufbruch in Osteuropa herrschte. Es kamen die Leute aus Polen herüber, aus Russland, aus der Ukraine. Es kamen Flüchtlinge aus, Geflüchtete aus Afghanistan, aus Sri Lanka, aus den Kriegen dort. Die kamen legal bis hier an die Grenze, bis an die Oder und Neiße, die Grenzflüsse, sind dann über diesen Flüsse rübergesetzt, dabei sind viele ertrunken und sind dann im neuen Schengenland untergetaucht. Wir haben also auch zu fragen, was bedeutet Schengen nach innen? Es hat was zu tun mit dieser nach außen hin mit der Visapolitik, die eingeführt wurde auf die Schnelle. Ich hatte gesagt, das gesamte Arsenal der Festung Europa wurde entwickelt. In wilden Jahren, Anfang der 1990er Jahre, haben die deutschen Behörden, hat die deutsche Regierung die Drittstaatenregelung erfunden, die Rückübernahmeverträge und die Schnellabschiebungen. Ungefähr 80.000 Rumäninnen wurden pro Jahr hier grenznah jährlich verhaftet und abgeschoben in den Jahren. Die kamen hier rüber und wurden morgens, vormittags, frühen Nachmittag hier festgenommen und am Nachmittag bereits in einen Flieger nach Bukarest gesetzt. Eine solche wilde Abschiebungsphase hat es später nie wiedergegeben in der Festung Europa. Und in dieser Phase wurden, wie gesagt, die wesentlichen Instrumente erfunden, die später rund um
rund um Schengenland, rund um die Festung Europa eingesetzt wurden und weiter ausgefeilt wurden. Ich greife zurück. Vor dem Entstehen der Festung Europa gab es auch Immigration, gab es auch Geflüchtete aus Südeuropa, aus Diktaturen, Spanien, Griechenland, aus Marokko. Und die wurden damals bis in die 1980er Jahre neben den Fabriken in Baracken untergebracht. Es gab ein, wir sprechen von einer Disziplinargesellschaft. Die unterlagen einem Disziplin, einem Regime, wie wir es uns heute gar nicht mehr vorstellen können, der direkten, nahen Überwachung durch Aufseher, Aufpasser, Vorarbeiter und so weiter. Mit dem Wechsel dieses alten Disziplinarsystems hin zur Festung Europa entsteht dagegen ein Kontrollsystem. Es stützt sich auf die Kontrolle der biometrischen Daten. Was wir hier sehen, sind die Finger von afrikanischen Geflüchteten in Calais, die versuchen, von Frankreich nach Großbritannien rüberzukommen. Und damit sie, wenn sie festgenommen werden, damit sie nicht abgeschoben werden, damit sie, machen sie ihre Haut, ihre Finger hier unkenntlich, damit keine Fingerabdrücke genommen werden können, damit sie nicht identifiziert werden können. Wir haben es mit der Festung Europa also auch mit einer Formierung nach innen zu tun, mit einer wachsenden Erfassung der Personendaten. Festung Europa heißt von Anfang an, dass in einer expandierenden Europäischen Union das Verhältnis zu den umliegenden Ländern neu definiert wurde. Man muss sich vor Augen halten, dass das Verhältnis zwischen den industrialisierten Ländern und den ärmeren oder ärmsten Ländern im Süden in den letzten Jahrzehnten enorm angestiegen ist. Ich habe hier kurz aufgeführt, 10 afrikanische Länder mit 150 Millionen Personen haben ein niedrigeres Bruttosozialprodukt als zu der Zeit, als diese Länder die Unabhängigkeit erlangt haben. Die Schere zwischen den reichsten und ärmsten Ländern, wie Madagaskar beispielsweise, beträgt 50 zu 1. 1960 betrug es dagegen 10 zu 1. Zwischen Südeuropa und Nordafrika, Mittelmeerraum, beträgt heute das Verhältnis im Lebensstandard und im Bruttosozialprodukt ungefähr 10 zu 1, 13 zu 1. Migration über solche starken Gefälle hinweg, Sozialgefälle hinweg, bedeuten Sozialbewegung, bedeuten Einforderung nach sozialer Gerechtigkeit. Migrationen öffnen den Raum für neue Verteilung weltweit, zunächst hier am Beispiel Mittelmeer. Die Festung Europa versucht dagegen, diese Grenzen gegenüber den ärmeren Ländern, gegenüber den ärmeren Bevölkerungen neu zu definieren. Ich hatte gesagt, 1990, Anfang der 1990er Jahre, legt der deutsche Innenminister Schäuble ein Strategiepapier zur Flüchtlingspolitik vor, mit konzentrischen Kreisen. Der innere Kreis bedeutet Europa, Wohlstandsregion. Der nächste Kreis ist eine Pufferzone rund um das Europa. Und der dritte Kreis sind die ärmsten Regionen, die Hungerregionen, die Kriegsregionen. Das Erstaunliche ist, dass dieses Konzept von 1990 mehr oder weniger funktioniert hat bis zur Arabellion, bis zu den Aufständen 2011, 2012 in Nordafrika. Die Festung Europa war darauf angelegt, dass sich die EU zumindest über die Kapitalflüsse auch nach Süden hin ausweitet, aber nicht für die Personen, nicht für die Reisefreiheit, sondern dass da die Grenzen höher gezogen werden. Und ich spreche von einer Krise der Festung Europa, die in dem Augenblick begann, wo die Menschen unzufrieden wurden, ihre Diktatoren zum Teil verjagt haben,
Das begann 2011, 2012 südlich des Mittelmeers. Das hier ist in Tunesien, im Landesinneren. Diese Aufstände waren nicht nur, wie wir das meist im Kopf haben, Studierende, Leute, die gut mit den neuen Medien umgehen konnten. Es waren auch und vor allem Aufstände in den Armutsregionen, im Hinterland, hier in Kasserine. Die Frauen haben dort, was sie vorher nicht konnten, an den Beerdigungen der Umgekommenen, im Aufstand Umgekommenen teilgenommen. Sie haben sich neue Rollen erkämpft. Und diese Krise hat sich übersetzt im Bereich der Migration, der Festung Europa, für Frontex in einer großen Verunsicherung. Frontex, die Behörde, die Agentur der Europäischen Union zur Abhaltung der Geflüchteten und Migranten, Migrantinnen. Die haben sich spezialisiert auf die Erstellung von Statistiken, auf die Förderung von Abschiebungen, auf den Ausbau der Festung Europa, auf das Hochziehen der Grenzen und mussten feststellen, dass die Statistiken mit einmal, wie wir alle wissen, auch aus den Medien, ab 2011 eine Krise darstellen für Frontex. Also nicht eine Krise der Migration, sondern eine Krise der Festung Europa. Die Menschen haben sich ihre Reisefreiheit versucht wiederzunehmen, sind dabei aber nicht auf offene Grenzen, auf Visaerleichterungen gestoßen oder gar auf Seenotrettung, sondern diese Passagen übers Mittelmeer verzeichneten immer mehr Tote. Seit 1990, seit Einführung der Visapflicht, der Schengener Visapflicht gegenüber Nordafrika und auch sonst im großen Rest der Welt, den ärmeren Rest der Welt, verzeichnet seit 1990 heimliche, hier von Nordafrika, heimliche Bootspassagen über das Mittelmeer. Dies hier sind die ersten Zahlen über die ersten Toten in den ersten Jahren, in den 1990er Jahren bis Anfang der 2000er. Der Toten, die registriert wurden, der Ertrunkenen, die registriert wurden. Die tatsächliche Zahl war damals bereits um ein Vielfaches höher. Das ist heute auch bei Leuten, die sich kritisch engagieren, vergessen, meistens. Heute sieht man die letzten 10 Jahre 20.000 Ertrunkene. Wenn man noch weiter zurückgeht, wiederum wird gesagt 20.000 Ertrunkene. Und hier in den Frühphase bereits ebenfalls. Und wenn wir jetzt genau die Statistiken ansehen, dann stellen wir fest, dass hier zu den Kanarischen Inseln hin es der Festung Europa tatsächlich gelang, die Flucht über den Atlantik zu stoppen. Anders dagegen bei Gibraltar und erst recht anders im zentralen Mittelmeer. Später kommt, wie wir wissen, 2014, 2015 das Ägäische Meer dazu, die vielen Fluchten hier über die Ägäis. Was uns hier jetzt interessiert im Folgenden ist, wie gelang es der Festung Europa, sprich Spanien, in Zusammenarbeit mit Frontex, das zu stoppen? Jetzt im Augenblick steigt es wieder an. Warum haben die das stoppen können? Und warum haben die es bei Gibraltar und hier im zentralen Mittelmeer erst recht nicht stoppen können? Jetzt kommen wir also ich sagte, wir haben drei regionale Schwerpunkte. Den einen regionalen Schwerpunkt haben wir jetzt hinter uns. Das war die deutsch-polnische Grenze und die Entwicklung des Arsenals, der Instrumente der Festung Europa. Wir kommen jetzt zum zweiten regionalen Schwerpunkt, Spanien-Marokko, Spanien-Westafrika. Dies hier ist Melilla. Es gibt zwei spanische Enklaven in Marokko, in Nordafrika, Ceuta und Melilla. Wenn ich Leute frage, die sich interessieren für das Thema, wie lange gibt es diese riesengroßen Zäune, die die EU dort hat errichten lassen? Wie lange gibt es harte Befestigungen dort? Dann meinen die meisten, naja, 500 Jahre wahrscheinlich, Kolonialismus. Aber nein, ich sagte, Festung Europa ist entstanden
um 1990. Und hier, Beispiel Melilla und Ceuta, wurden die Zäune erst in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre errichtet. Ein Foto hier direkt an der Grenze von Melilla und Marokko. Wenig kontrolliert. Die Kontrolle fand anderswie statt, aber es gab keine genaue Personenerfassung. In Melilla und in Ceuta lebten Spanier, marokkanisch sprechende Menschen. Es gab keine genaue Aufteilung in spanische Staatsbürger, das ja, aber dieser graue Status zwischen Leute, die wohnen fest in Ceuta und Melilla, oder es gibt Leute, die kommen jeden Tag in diese Enklaven, oder es gibt Leute, die in den anliegenden Grenzgebieten mit kleinem Grenzverkehr dort wohnen, oder es gibt die Marokkaner, die ein Visum benötigen. Alles das, was wir heute haben, das gab es damals nicht. Es gab keine Visapflicht. Es gab keinen Grund, hier einen großen Zaun zu errichten. An genau dieser Stelle wurden 2005 über ein Dutzend Menschen an der Grenze erschossen, wahrscheinlich durch Schüsse von beiden Seiten, sowohl von der Guardia Civil wie von marokkanischen Polizisten, Paramilitärs. Das ist auch ungefähr die gleiche Stelle. Melilla und Ceuta versorgen einen Großteil von Marokko mit nicht verzollter Ware. Es ist auf eine sehr unmenschliche Art, wird das organisiert. Sie sehen links und rechts die hohen Zäune. Man darf 50 Kilo auf dem Rücken tragen. Man darf keine Autos dafür benutzen. Es gibt Gedränge, in dem Menschen umkommen. Seit ein, zwei Monaten hat Marokko diesen jahrzehntelangen Grenzverkehr gesperrt. Aber ansonsten galt das, was an der Grenze, an der EU-Außengrenze passiert, dass die Flüchtlinge aufgehalten werden, dass die Flüchtlinge dort umkommen, dass es Tote gibt an den Zäunen, dass es Tote gibt, die versuchen, übers Meer zu kommen. Das passiert vor aller Augen. Bereits 1996 hat der berühmte, weltberühmte Fotograf Sebastião Salgado eine Fotoreportage gemacht über die Bootsflüchtlinge in der Meerenge von Gibraltar. Bereits damals sind tausende Menschen dort umgekommen. Es galt als unfassbar, dass Europa das zulässt. Und wie gesagt, einer der weltberühmtesten Fotografen hat das abgelichtet. Die Fotos gingen um die Welt. Niemand kann sagen, man hätte nichts gewusst. Ich fasse zusammen: In den 1980er Jahren Einreiseerschwernisse nach Spanien. 1991 Einführung der Visapflicht gegenüber den nordafrikanischen Ländern. In der Meerenge von Gibraltar beginnt das Sterben 1988 bis 2012 werden dort 20.000 Tote dort und gegenüber den Kanarischen Inseln geschätzt. Also die heimlichen Überfahrten haben ungefähr zu 20.000 Toten geführt, laut Wissenschaftlern, die das damals untersucht haben. Ich sage das deswegen, weil das vergessene Zeiten sind. Ich wiederhole, in heutigen Berichten, Untersuchungen ist meist von den letzten 10 Jahren die Rede. Wir müssten diese 20.000 addieren mit weiteren 20.000 und mit den heutigen 20.000 der letzten 10 Jahre. Um ins Detail zu gehen: Am 1. Juni 1989 meldet El País, Tageszeitung in Spanien, dass sie Spanien den Visa-Normen der EU unterwirft. Das gilt für die Lateinamerikaner und für die Marokkaner. Und in diesem Text steht das, was dann weiter interessant ist, dass es ein Gipfeltreffen gegeben hat, eines Trevi. Organs der EU in Madrid. Trevi war ein Treffen aus den Innenministerien und der Polizeien aus den 1970er Jahren, entstanden aus dem Antiterrorismus jener Jahre. Das hat überlebt, das hat
Solche Zusammenkünfte und solche Arbeitsstrukturen, Arbeitsgruppen haben Schengen aus der Taufe gehoben und die Visapflicht gegenüber den in den südeuropäischen Ländern gegenüber Nordafrika durchgesetzt. Es wurde damals argumentiert mit der Demografie, dass Nordafrika bis zum Jahr 2000 eine riesige Überbevölkerung haben würde. 1990 entstand ein Film, fiktiver Film, dass abertausende Menschen aus Afrika sich auf den Weg machen, vor dem Hunger, vor dem Verdursten aus Afrika über die Meerenge von Gibraltar. Und auf der europäischen Seite lässt die EU damals, so dieser fiktive Film, Militär aufziehen. Es gibt Verhandlungen und die Geflüchteten sagen, sie ziehen es vor, vor den Augen von allen zu sterben, als einsam in der Wüste zurückzubleiben und dort zu sterben. Ich zeige dieses Bild, weil die Festung Europa nicht nur materiell aus Zaun besteht, sondern sie besteht auch in unseren Köpfen. 1990 entstehen diese Filmbilder. Es sind Bilder, die damals sich festsetzen in den mentalen Strukturen in Europa, die es begründen, selbst wenn es auf kritische Art ist, die es begründen, dass es da nun harte Grenzen gibt, während es vorher visafreien Verkehr, visafreie Reisemöglichkeiten, Reisefreiheit gab. Dies hier ist der Toro, die Stierkampfarena in Tanger 1950 von Spanien in Kolonialismus, spanischen Kolonialismus in Marokko erbaut. Und Anfang der 1990er Jahre hat Spanien Massenabschiebungen durchgeführt nach Afrika von subsaharischen Geflüchteten. Tausende Geflüchteter wurden in diese Stierkampfarena eingesperrt und von dort aus dann weiter ausgeflogen in andere Länder mit EU-Geldern, über Spanien. Ich zeige dieses Foto, weil man sieht, es liegt mitten in den Stadtteilen. Die gesamte Stadt hat das mitbekommen. Man kann nichts sagen, aus den Augen, aus dem Sinn. Auch hier, Zaun von Melilla von vor 8 Jahren, 9 Jahren ungefähr. Dieses Foto habe ich ausgewählt, um zu zeigen, direkt dahinter sind Häuser. Es ist bewohnte Gegend. Von beiden Seiten weiß man davon, kann man das sehen, bekommt man es mit. Es kommt nicht nur im Fernsehen. Die Geflüchteten auf dem Zaun demonstrieren und rufen die UNO an, das UNHCR, das Flüchtlingswerk an, rufen um ihre Rechte. Sie betteln nicht, sondern sie sagen, sie haben ein Recht zu überleben, sie haben ein Recht auf ein würdiges Leben. Und wenn wir, ich sagte vorher, wenn wir in die Zukunft sehen, so wird es eines Tages, es geht gar nicht anders, so sein, dass die Menschen, die rundum wohnen, ein solches nahes Verhältnis zur Ungerechtigkeit nicht mehr akzeptieren werden. Diese Zusammenhänge müssen wir diskutieren, diese Zusammenhänge zwischen Bevölkerung und Transitgeflüchteten müssen wir im Auge behalten. Meine Eingangsfrage zum westlichen Mittelmeer war, warum ist damals ist der Festung Europa gelungen, das zu stoppen? Es lag daran, dass Marokko, Mauretanien, Senegal willig sich unterworfen haben der Festung Europa. Es gab und gibt Frontex-Stationierungen in diesen Ländern. Viel Geld ist geflossen. Diese Länder haben im Rahmen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Geld für alles Mögliche erhalten, aber eben auch für das Abfangen der Geflüchteten bereits an der Grenze. Daraus sind Superprojekte zumindest in der Konzeption entstanden, wie hier Seahorse oder später Eurosur. Das funktioniert aber nur, wenn in Nordafrika die Daten gesammelt werden und nach Frontex übermittelt werden. Und genau das
ist in Libyen nicht der Fall und auch mit der Türkei nicht. Das heißt, im westlichen Mittelmeer wurden die Passagen über das Meer zeitweise gestoppt, aber im zentralen Mittelmeer und im westlichen Mittelmeer ist es deswegen praktisch unmöglich, weil die EU sich nicht so ausweitet nach Libyen und in die Türkei, wie es nötig wäre im Sinne der Kreierung von Pufferstaaten. Man sieht hier die Ölpipelines, die Gaspipelines und über der Gaspipeline nach Sizilien, genau über dieser Gaspipeline nach Sizilien, schwimmen die Flüchtlingsboote. Das ist deswegen interessant, weil ich vorher sagte, Festung Europa heißt auch Ausweitung Europas nach Nordafrika oder nach Osteuropa und Einbindung der dortigen Strukturen, um Grenzregime aufzubauen. Die wirtschaftliche Ausweitung sieht man hier anhand der Öl- und Erdgasversorgung, Erdpipelines. Die Offshore-Plattformen, die sind Häuser hoch, Hochhäuser hoch mit ihren Feuern, dienen als Orientierungspunkte für die Boat People. Und je mehr gekommen sind, desto mehr hat Europa sich verschlossen. Eine Legitimationskrise, eine erste Legitimationskrise der Festung Europa passierte 2013, am 3. Oktober 2013. 366 Ertrunkene wurden geborgen nach einem Schiffsunglück direkt vor der Küste von Lampedusa. Diese Bilder gingen um die Welt. Die EU musste sich bewegen, die italienische Regierung musste sich bewegen. Italien hat sofort das Militär geschickt, auch zur Sicherung der Ölförderanlagen in Nordlibyen, ist dann aber im Meer patrouilliert und hat im Laufe von einem Jahr über 150.000 Bootsflüchtlinge aufgenommen. Mare Nostrum, eine italienische also anfangs nicht als Rettungsoperation konzipiert, hat sich dann herausgestellt, es wurde zu einer riesigen Rettungsoperation für Geflüchtete, kam unter Druck der EU. Die EU-Spitze, Kommission, EU-Kommission, der EU-Rat haben durchgesetzt, dass nach einem Jahr Mare Nostrum zurückgefahren werden musste, abgezogen werden musste. 2014 war das, Ende 2014. Ab 1. November hat Frontex übernommen und nur noch eine 30-Seemeilen-Zone von Italien als Patrouillierzone ausgegeben und den Rest des zentralen Mittelmeers zu einer Sterbezone de facto erklärt. 2014 ist das Datum, wo erstmals festgestellt werden konnte, dass die oberste EU-Spitze diesen Druck ausgeübt hat, Abzug der Seenotrettung sterben lassen. Das wird, so ist im Augenblick abzusehen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag landen. Zusammen mit zu einem zweiten Klageelement, zu dem ich gleich komme. 2014 werden Seeblockaden Nordlibyens durchgespielt von Frontex und von den Militärs und die Strategiepapiere sagen, es würde 5000 europäische Soldaten benötigen, mit vielen toten europäischen Soldaten, weil es Kämpfe geben würde. Es war nicht durchführbar. Von daher nochmals Rückzug der Sterben lassen hier. Wir haben das genannt, die europäische Lösung in Anlehnung an die australische Lösung. Stattdessen hat die Überwachung übernommen die Operation Sophia, EUNAVFOR Med. Zunächst mit Schiffen, zunächst auch mit Rettungen, aber dann haben sie die Schiffe abgezogen. Und heute
hat Italien ein Kriegsschiff seit mehreren Jahren im Hafen von Tripolis stationiert. EUNAVFOR und Frontex überfliegen das zentrale Mittelmeer, melden, wo Flüchtlingsboote entdeckt werden, und dann wird die sogenannte libysche Küstenwache beauftragt, die abzufangen und sie zurückzubringen. PAJHPK nennt man das, Refoulement, Kollektivabschiebung, organisiert von EU-Behörden über die sogenannte libysche Küstenwache. Milizen, die in Libyen, die Libyen beherrschen, hier in Westlibyen, bekamen Geld von der EU über Italien, das italienische Innenministerium, und wurden von EUNAVFOR, von der Operation Sophia, ausgebaut zu einer sogenannten libyschen Küstenwache, die de facto eine Art Fremdenlegion für die EU darstellt. Das ist das zweite Klageelement für Den Haag, für den Internationalen Strafgerichtshof. Ich sagte eingangs bereits, Aufbruch in Osteuropa, in Nordafrika, Arabellion. Die Leute protestieren, sie wollen ihre Reisefreiheit, sie wollen soziale Gerechtigkeit. Wer sich außerdem in Bewegung gesetzt hat nach dem Sturz hier in Tunesien, nach dem Sturz von Ben Ali, dem Diktator 2011, es sind die Angehörigen von Verschwundenen, die Angehörigen von Ertrunkenen. Die Zahlen haben Sie im Kopf: Tausende, Zehntausende Ertrunkene. Wenn Sie das multiplizieren mit den Freunden und Freundinnen, mit den Bekannten und mit den Familienangehörigen, da kommen Sie auf riesige Zahlen der Bevölkerung, die unmittelbar betroffen sind von dem Ertrinken lassen, von der Einschränkung der Reisefreiheit im drastischsten, brutalsten Moment. Die organisieren sich nun. In allen Ländern gibt es kleine Organisationen. Sie finden dabei Rückhalt in der Bevölkerung und in dem neuen Wissen über die Kommunikation, Handys, Social Media. Frauen spielen eine wichtige Rolle in der Organisierung in Nordafrika, in der Organisierung der Migration. Ich hatte gesagt, Migration ist Sozialbewegung für soziale Gerechtigkeit. Die Frauen, die zum Teil familiengebunden nicht migrieren können, haben das Wissen, organisieren häufig die Verbindungen, sehen, dass die Leute ankommen, sind ansprechbar danach, wenn sie erstmal vermisst werden. Dieses neue Wissen hängt zusammen, ich sagte anfangs, das sind sowohl Studierende, aber das sind auch einfache Leute, die heute andere Kommunikationsmittel haben, die sie zweckentfremden sozusagen über die Grenzen der Festung Europa hinweg. Sie wissen besser Bescheid über die Verhältnisse in Europa als wir über die Verhältnisse dort, die sozialen Verhältnisse dort. Ich sage das, weil ich dort lange gelebt und gearbeitet habe. Ich habe unterrichtet dort an Universitäten, mit den Studierenden immer wieder gesprochen. Sie wissen viel besser Bescheid im Verhältnis zu dem, was wir von dort wissen im Allgemeinen. Selbstorganisation heißt auch, dass sich die Überlebenden organisieren. Hier ist Dr. Jamo 2013 direkt nach dieser Lampedusa-Schiffskatastrophe gab es eine zweite. Malta und Italien haben sich geweigert zu retten. Dr. Jamo hat einen ganzen Tag über versucht, die maltesische und italienische Rettungsstelle zu erreichen. Wir haben im Nachhinein Alarmphone, Watch the Med, genau rekonstruieren können, dass ein italienisches Militärschiff in der Nähe war, dass Frachter in der Nähe waren. Die sind vorbeigefahren, die haben nicht geholfen, über 200 Menschen sind direkt dort ertrunken, weil nicht geholfen wurde, nicht rechtzeitig geholfen wurde. Aus dieser Initiative, aus dieser Erfahrung und aus der Erfahrung aus, dass man Überlebende und dass man Menschen auf dem Boden erreichen kann, haben wir, das heißt, viele verschiedene Gruppen, 150 Leute in allen möglichen europäischen Ländern und nordafrikanischen Ländern gemeinsame Initiativen aufgebaut. Hier das Alarmphone. Ein Jahr später ging das an den Start. Im Oktober
2014. Man kann täglich dort sehen, wie versucht wird. Wir haben keine Rettungsboote. Wir haben die Anrufe, die wir dann weiterleiten. Wir versuchen, Öffentlichkeit herzustellen, wenn wieder nicht gerettet wird, wie in den letzten Tagen. Wenn wieder Menschen untergehen, wir dokumentieren, es ist ein ziviles Monitoring, das heutzutage möglich ist. Dazu möchte ich aufrufen, dem Beachtung zu schenken, das zu unterstützen. Damit bin ich am Ende und ich möchte einladen darüber, dass wir gemeinsam sprechen über was tut Not, Evakuierung aus Libyen, aus den Internierungslagern, aus den Folterlagern, Evakuierung aus den griechischen, von den griechischen Inseln. Sie kennen alle die Situation, täglich wird darüber berichtet. Wie ist umzugehen mit den Geflüchteten, die in der Türkei sind? Wie können wir unterstützen? Dankeschön. Ja, wir danken Ihnen auch sehr für den sehr einleuchtenden Vortrag. Ja, und ich lade jetzt zu Wortbeiträgen hin. Sonst würde ich kurz fragen, wie sich denn so die Solidarisierung von der europäischen Bevölkerung sich seit den 1990er Jahren entwickelt hat, welche Auf- und Abs es gab. Entgegen unseren Vorstellungen, die wir meistens haben, war die Bevölkerung in Südeuropa sehr hilfsbereit. Das gilt sowohl für Andalusien, das gilt für Lampedusa, das gilt für Kalabrien, wo große Schiffe angekommen sind, für Südfrankreich, wo auch große Schiffe angekommen sind. Das gilt auch für die griechischen Inseln. Machen wir das am Beispiel Lampedusa mal etwas deutlich. Da kommen Schiffe an, zum Teil ohne Begleitung oder von der Küstenwache gerettet. Und die Bevölkerung bringt Decken, was zu essen, Wasser und überlegt mit die ersten Fragen der Unterbringung. So war das in den ersten Jahren. Der nächste Schritt war, dass die Polizei, wenn die Küstenwache ankam, sie an einen besonderen abgelegenen Teil des Hafens hat heranbringen lassen, wo die Bevölkerung nicht mehr hinsehen konnte, und sie dann hat abfahren lassen, sodass die Bevölkerung keinen Kontakt mehr zu ihnen hatte. Und in ein Lager gebracht, sie wurden dann in ein Lager gebracht, zu dem die Bevölkerung auch keinen Zutritt hat. Das heißt, der zweite Schritt bestand in einer administrativen Trennung von Geflüchteten und lokaler Bevölkerung. Und der dritte Schritt besteht darin, dass die lokale Bevölkerung im Stich gelassen wurde von ihren Regierungen. Das heißt, je mehr Leute dort ankamen und je weniger von den Inseln aufs Festland gebracht wurde, sowohl von griechischen Inseln als auch Lampedusa, desto mehr wurden dort lokale Probleme politisch produziert. Darüber haben sich dann rechten populistischen Parteien profilieren können und mobilisieren können. Aber nach wie vor in Lampedusa gab es immer flüchtlingsfreundliche Bürgermeisterstrukturen, die bis in die Repräsentation reichen. In Lampedusa, auf Lesbos ebenfalls bis vor kurzem. Ein Beispiel mag ich auch nennen in Bari, das war Anfang der 1990er Jahre in Süditalien, in Apulien, da kamen Zehntausende albanische Geflüchtete rüber. Die haben regelrechte militärische Seeblockaden durchbrochen und als sie ankamen, wurden sie 3 Tage lang in ein Stadion gesperrt. In der Sommerhitze, aus Kränen wurde denen Wasser zugeworfen und von den Behörden und Fresspakete. Und die Bevölkerung stand drumherum um diese Stadien und wollte denen helfen und wollte auch nicht zulassen, dass sie tagelang im Stadion ausharren müssen.
Und das vergessen wir häufig, diese selbstverständliche Unterstützung, noch ausgeprägter bei den Fischern. Die Fischer haben das in ihrem Beruf, es gehört zu ihrer Berufsehre, die Seenotrettung. Sie können nicht dran vorbeifahren. Die Fischer haben ein maritimes, nautisches Gespür dafür, was dort passiert. Von ihnen haben wir das allermeiste Wissen. Das kann man, das wird heute, das wird in den Medien, kommt das nicht zur Sprache, zum allergrößten Teil. Also selbst wenn die rechten Parolen und die Demonstrationen auf Lesbos in den letzten Tagen scheinbar ineinander passen zu dem, was sich hier im Zentrum der Festung Europa rechts formiert, das geht immer in die Schlagzeilen, aber die Freundlichkeit, die Mithilfe, die Empathie wird häufig nicht berichtet. Und wie ist das eigentlich, weil früher war, also bevor diese Visa-Kontrollen angefangen hatten, da war ja die Region an den Grenzen viel vernetzter. Welche Trennungen sind dadurch entstanden zwischen also Nordafrika, aber auch Nahen Osten und Ja. zur EU, und welche Aufstände gab es da? Der erste Einschnitt der Trennung im Mittelmeer war sicher der Kolonialismus bzw. Antikolonialismus. Der Kolonialismus hat systematisch die Menschen getrennt, die Kolonialbehörden haben sie getrennt nach Personen mit vollem Recht. Das waren die Europäer und einige zusätzliche Gruppen und die Entrechteten, die der einer besonderen Kolonialjustiz, einer besonderen Kolonialverwaltung unterstanden, denen das Land weggenommen wurde, denen eine Religion zugeteilt wurde, die wurden, also es war eine erste scharfe Trennung, die das Land bis heute, die Länder heute, Nordafrika bis heute prägt. Es war auch die Lagererfahrung. Also die Trennung der Menschen dadurch, dass sie umgesiedelt wurden, in Lager gepfercht wurden, wo viele, viele umgekommen sind, das ist unvergessen dort. Der Antikolonialismus war ein Versuch, sich davon zu lösen, aber eben auch in gewisser Weise ein Eliteprojekt, ein Projekt der nachholenden Entwicklung des Südens. Die Nationalstaaten haben, die entstehenden Nationalstaaten haben sich dann sehr stark abgegrenzt von Europa und haben die freie Ausreise eingeschränkt. Es war also schwer, Pässe zu bekommen. Wenn man von dort weg wollte, galt man häufig als Vaterlandsverräter, weil man mithalf, das Land aufzubauen. Und erst in den 1970er, 1980er Jahren, also mit den neuen Bewegungen, entstand ein neues subjektives Selbstbewusstsein im Süden wie auch in Südeuropa. Es gibt tunesische Fischergemeinden auf Sizilien. Es gibt wieder also unterschiedliche Siedlungsformen quer über das Mittelmeer hinweg in den 1980er Jahren. Es gab solidarische Formen des Austausches, die versucht wurden in 60er, 70er Jahren mit vielen Verbindungen transmediterran. Die wurden zerschnitten durch die Schengen-Politik, durch die Visapolitik. Die Visapolitik ist ja nicht alleine ein behördlicher Vorgang der Passkontrolle und des Nichterteilens einer Reisegenehmigung, sondern arme Leute haben keine Chance, ein Visum zu bekommen. Und es entwickeln sich neue Stereotypen, ein schärferer Rassismus setzt sich dadurch gegenüber den Nordafrikanern in Europa, ob das also verbunden mit, naja, also ein neuer Rassismus hängt mit dieser Visapolitik und diesem Durchschneiden zusammenhängender geografischer Räume zusammen. Ich habe aber mit Absicht ja gesagt, Genese, Krise und Zukunft, mal sehen, was passieren wird, der Festung Europa.
Also, dass man sozialgeografische Räume zerschneiden kann, vor allem wenn ein sehr scharfes Sozialgefälle herrscht, ist offensichtlich. Aber die Frage ist, wie lange das geht. Ich habe Fotos ausgewählt, wo man sieht, dass die Menschen dort das direkt mitbekommen. Je schärfer das Sozialgefälle auseinandergeht, je mehr die Menschen das mitbekommen, das ist die Erfahrung hier Deutschland, Polen, nahe der Grenze von Berlin aus. Je mehr die Menschen das mitbekommen, desto mehr regt sich da auch Widerstand, Alltagswiderstand. Die Leute akzeptieren das nicht. Es gab hier unvorstellbare Szenen in den 1990er Jahren. Polnische Leute, die auf der anderen Seite gewohnt haben und nur mal rübergekommen sind zum Einkaufen oder zum Verkaufen und dann hier auch in Sporthallen gesperrt wurden, mit Nummern auf den Arm gestempelt. Das gab riesige Skandale in Polen. Also, mit anderen Worten, Wohlstandsgefälle von 1 zu 10 gelten auf der gesamten Welt als außerordentlich und gelten als enorm instabil, als eine enorme soziale Ungerechtigkeit. Und dieses Durchschneiden der Räume, der Menschen, der menschlichen Zusammenhänge durch Grenzen, durch harte Grenzen, dient der Aufrechterhaltung dieses Sozialgefälles. Eine Zeit lang kann man das machen, lässt sich das aufrechterhalten. Es ist nicht ewig durchzuhalten. Es wird ganz anders kommen. Es ist gar nicht vorstellbar. Die gesamte historische Erfahrung, über die wir verfügen, sagt uns, es wird nicht ewig halten. Und wir fühlen uns manchmal als enorm kleine Minderheit, die wir aus Motiven der Empathie oder der direkten Hilfe oder der sozialen Gerechtigkeit diese Grenzen überwinden wollen, wie auch immer. Aber im Grunde genommen sollten wir handeln mit dem Wissen, dass es die Mehrheit diese an den Grenzen das irgendwann nicht mehr akzeptieren wird. Wir sollten uns nicht täuschen lassen von den gegenwärtigen Stimmungen, der rechtspopulistischen Stimmungen, die eben auch in den Medien stark befeuert werden und die uns selbst auch so aufregen. Wir kennen das, Spannung, dass man sofort danach sieht, dass man sofort auch überlegt, was kann man jetzt gegen die Nazis dort, gegen die Bürgerwehren machen. Diese Aufregung ist berechtigt. Wir sollten aber auch einen Augenblick zur Ruhe kommen lassen und sagen, wir sollten in der Bevölkerung arbeiten, Strukturen stärken, die auf Hilfe, auf Unterstützung ausgerichtet sind, in dem Bewusstsein, dass das die Zukunft ist. Sehr einleuchtenden Worte. Ja, also ich lade nochmal ein, also viel Zeit bleibt nicht mehr, falls es noch andere Fragen gibt. Sehr schön. Das ist von uns noch, vom Team. Ich hätte da noch eine Frage. Können Sie mich hören? Ja. Ja, Okay. sag mal. Und zwar die internationale Organisation für Migration versucht ja immer ein bisschen ein anderes Bild von Europa darzustellen, also in afrikanischen Ländern. Also es als wenig attraktiv zu erscheinen, auch gescheiterte Porträts gescheiterter Migrantinnen und Migranten zu kommunizieren, kommt das überhaupt dort an oder lacht man da eher drüber, über diese Versuche? Die IOM entstammt eher einem US-amerikanischen Modell, das Propaganda funktioniert. Also über Radio, über Fernsehen, über Kampagnen, die über die Länder gebracht werden, mit großen Werbetafeln. Funktioniert Werbung, ja oder nein? Es entstammt auch der psychologischen Kriegsführung in Afghanistan, im Irak. All das wurde auch von der IOM begleitet. Die IOM hat zusätzlich aber auch ein Wissen darüber, wie man Lager
geflüchtete Lager, Flüchtlingslager, Internierungslager organisiert, stärker als der UNHCR, wie man das repressiv organisiert. Zu Ihrer Frage. Ich hatte gesagt, Frontex sah sich spätestens 2011, dann aber auf jeden Fall 2014, 2015 in einer großen Krise. Die Festung Europa war so aufgebaut, dass sie ganz in der Tendenz immer stärker funktionieren wird, dass Europa immer weiter ausgreifen wird, dass die Pufferzonen immer besser funktionieren werden. Und da bricht das zusammen. Frontex liefert nur noch Statistiken. Was sollten Sie machen? Sie haben sich zurückgezogen, haben diese Konzepte offensichtlich des Sterbenlassens verbreitet und haben die IOM um Rat gefragt. Die IOM ist eine Organisation, die von Projektaufträgen lebt. Also wenn Deutschland oder wenn die EU der IOM Geld gibt und sagt, jetzt ist da eine Krise, entwickelt mal ein Gegenkonzept, dann tut das die IOM und eben vor allem durch Förderung, durch Propaganda, durch Werbung, dass man nicht migrieren sollte und macht danach große Erfolgsmeldungen. Wie weit das am Boden anders aussieht, wissen wir nicht genau. Aber wir wissen, dass die Migration ein starkes Eigenleben hat. 1992 war ein großer Aufbruch in Osteuropa, hatte ich gesagt, der einherging mit einem großen Reiseaufbruch. 1914, 15 ebenfalls. Das kann man nicht, diese Migrationsschübe kann man nicht allein erklären über Zusammenbruch der Küstenwachen, hat es gegeben. Kann man nicht erklären, da hat die Werbung der IOM nicht funktioniert, sondern man muss sie wahrscheinlich, das können wir aber nicht, erklären mit dem sozialen Eigenleben, dass gesellschaftlich was passiert. Die Arabellion, die Aufstände, hat niemand vorhergesehen. Die großen Migrationen sieht niemand vorher. Die sind gesellschaftlich determiniert von einer Dynamik, die wissenschaftlich schwer zu erfassen ist und statistisch ebenfalls die IOM, Frontex mit den Statistiken. Ist alles ganz interessant, dass sich das anzugucken, zu überlegen, wie stellen die sich das vor. Aber ich denke, es dient vor allem dazu, die Zusammenarbeit der Festung Europa mit den dortigen Behörden zu festigen. Also, wenn eine Werbekampagne in Tunesien oder in Senegal gemacht werden muss von IOM, weil sie dafür Geld kriegen, dann setzen sie sich zusammen mit den dortigen Innenministerien und mit den Medienspezialisten und durchdringen das. Es ist eine Art, wie die Länder durchdrungen werden und formiert werden durch ein flüchtlingsfeindliches Denken. Das ist der tatsächliche Beitrag. Also neben dieser Hardware, dass sie Flüchtlingslager managen, ist die Software sicherlich die, dass sie die dortigen Behörden versuchen einzubinden und zu durchdringen. Also nicht wie Lech Wałęsa das in Polen damals gesagt hat, in den 90er Jahren, wir stehen Spalier, wir lassen die Geflüchteten und Migranten einfach durch, sondern dass sich die Behörden anders aufstellen, dass Polizisten im Süden mit einmal denken, ihre Aufgabe wäre es, Transitgeflüchtete zu stoppen. Ja? Und diese mentale Formierung, denke ich, ist der Hauptbeitrag von der IOM, auch wenn sie das als Werbemaßnahmen ausgeben. Okay, danke schön. Gibt es noch Fragen unter unserem Publikum? Ja, eine letzte Sache, die mir noch aufgefallen war, weil Sie gemeint hatten, dass Frauen ja so eine starke Rolle spielen. Ja,
Wie ist diese Diskrepanz, dass man eben die eigenen Kinder wegschickt, anstatt halt im eigenen Land zu versuchen, Situation zu verbessern, mit eben im Hinterkopf zu haben, dass sie vielleicht sterben im Mittelmeer? Das ist eine ganz schwierige Frage. Die Frauen erhalten traditionell jedenfalls in Nordafrika bei ihrer Heirat Goldringe zur Heirat und verkaufen die, um Geld heimlich einem aus der Familie zu geben, das Geld zu geben für die Überfahrt. Und sagen den anderen Familienmitgliedern häufig, wissen nicht genau. Die Schwestern organisieren die Wege, die Verbindungen. Und die Lage ist so verzweifelt, dass, oder so wichtig, dass eine Person das schafft, dass da der Traum eine große Rolle spielt. Wie beim Aufstand. Die Leute gehen auf die Straße. Wir haben das doch gesehen in Chile oder im Irak oder in Ägypten. Die Leute gehen auf die Straße, auch wenn sie wissen, dass die Gefahr, dass sie dort erschossen werden oder tödlich verletzt werden, groß ist. Ich denke, ähnlich muss man sich diesen Aufbruch vorstellen. Es gibt im Übrigen eine geregelte Migration von Frauen. Marokkanischen Frauen vor allem auf die andalusischen Felder, wo sie die Erdbeeren pflücken, die jetzt in unsere Supermärkte kommen. Und es werden vor allem solche Frauen ausgesucht, die Kinder, die eigene Kinder in Marokko haben und zurücklassen. Also die Zerstörung von Familien ist, kann man nicht der Freiwilligkeit von losen Familienzusammenhängen anlasten. Sondern es ist ein Leid, der mit dem Aufbruch verbunden ist. Und dieses Leid erscheint, muss man aber auch kontrastieren, wenn die Leute, also es gibt unzählige Videoclips von Leuten, die dann auf den Booten sitzen und die bester Stimmung sind und die losfahren und die wissen, dass sie, dass es lebensgefährlich ist und sie sagen, sie haben keine andere Chance. Es gibt nicht das Abwägen, wenn wir am Sommer an den Badesee gehen und nur eine Luftmatratze dabei haben und unsere Kinder fragen, ob sie damit mal auf den See fahren können und wo wir in aller Ruhe abwägen, na, lieber nicht, das ist doch zu gefährlich, ja. Also es ist eine soziale Aufbruchssituation, die aus der Armut kommt, aus der Perspektivlosigkeit. Wir sollten nicht vergessen, dass diese europäische Festung dafür gesorgt hat, seit dem Jahr 2000 ungefähr, dass die Diktaturen südlich des Mittelmeers gefestigt wurden, dass Austeritätsprogramme dort festgeschrieben wurden durch die EU, dass die Armut, ich hatte ja gesagt, Armutsgefälle, Wohlstandsgefälle, dass die festgeschrieben wurden. Also diese Verzweiflung und die riesige, unbändige Hoffnung und die Herzlichkeit, ne, das hängt alles mit da drin in diesem Aufbruch. Und wahrscheinlich wissen, weiß niemand besser das als die Mütter. Ja, danke schön nochmal für einen sehr, sehr bereicherten und ja, motivierenden Vortrag auch, dass wir uns weiter solidarisieren und wirklich Aufmerksamkeit auf das Thema schenken und eben als Multiplikatorinnen auch wirken.